3, 2, 1. Ich habe jetzt noch am Ende, auch aufgrund der Panik, kleine kurze Mini-Kategorie. Du hast gerade mal kurz erzählt, du warst in so einem Jesus-Wandercamp. Jesus-Wandercamp. Ja, weiß auch nicht, was das ist. Jo, wie das klingt. Nein, ich Amen, Bro. War, beziehungsweise ich bezahle tatsächlich auch noch meinen Mitgliedsbeitrag. Oh, das klingt jetzt richtig schlimm, als ob ich in so einer Sekte wäre oder so. Okay. Nein, ich war, beziehungsweise bin bei den christlichen Pfadfindern. Jetzt seit 14 Jahren, ja. Was macht man da? Warum sind die christlich? Wo ist der Unterschied zu normalen Pfadfindern? Ganz, also das klingt jetzt total irgendwie scary oder so, aber also bei uns war das so, dass wir auch so ein bisschen so influenced worden sind von den Wandervögeln. Das war auch nochmal so eine Jugendbewegung, die... Ach so, nicht von echten Vögeln. Nein. Fuck, Alter. Genau, ich habe Vögel gesehen und musste zum Christentum und wandern gehen im ja. Wald. Nein, das nicht. Genau, und das ist, also im Endeffekt, Pfadfinder klingt ja immer so dieses Classic, so okay, du hast da deine Kekse, die du verkaufst und dann bringst du Muddis über die Born und sowas und da hast irgendwelche, sammelst die Badges, bis du irgendwie blind wirst. So. Ich hab die alle. Nein, genau. aber bei uns war Pfadfinder halt eher so, dass man die Verbundenheit mit der Natur hatte. Mhm. Und es war sehr pädagogisch. Also ich bin auch hingegangen zu der Pfadfinder, als ich 10 war. Und du sagst, du zahlst immer noch ein, weil du dann jetzt auch immer noch teilnimmst, oder? Genau, also jetzt ist es halt so, früher war man halt, gab es eine Meute, so wurde das genannt, da war man halt, wenn man sehr klein war, dann wurde man irgendwann zur Sippe und da gab es dann halt immer junge Menschen, die geleitet worden sind, im Sippenleiter halt von einem Jugendlichen. Und bei uns war halt so, dass niemals erwachsene Menschen junge Menschen leiten sollen, einfach aufgrund irgendwie so, sondern das war immer so ein gewisser Abstand, das ist halt alles. Dass erwachsene Menschen keine jungen Menschen leiten sollen. Genau, gibt's, genau. Gibt, glaube ich, in der Kirche ein paar Begründungen, warum das nicht so gemacht werden sollte, ne? Genau. Nein, aber es war bei uns wirklich so. Und wie gesagt, dieses christliche Pfadfinder-Ding, das Ding, wenn jetzt so, oh mein Gott, was war da los? Aber im Endeffekt war es eigentlich nur, dass wir die Räume der Gemeinden nutzen durften für unsere Abende. Das war halt ganz angenehm, weil wir da dann immer unsere Poster machen durften und wir. Aber geht es dann wirklich ums Pfadfindern, wenn du sagst, Gemeinderäume nutzen? Das verbinde ich irgendwie immer mit Wald. Ja, klar. Also es war so, dass man sich einmal die Woche immer getroffen hat und das war dann halt so der Sippenabend oder der Meutenabend und da hat man dann über Pfadfinder-Sachen geredet, haben wir dann Knotentechniken gelernt oder sowas oder haben oft auch einfach Lieder gespielt und haben zusammen gekocht oder wir haben gebartigt oder sowas. Und dieses, wie man sich Pfadfindern vorstellt, das wurde dann halt in Theorie umgesetzt auf Fahrten, also auf einfach... Sind wir losgefahren, Sommerfahrten, Sommerlager, Pfadfinderlager, also was, genau, das haben wir dann gemacht. Und, bist du gläubig? Ich bin nicht getauft. Voll neutral jetzt von meiner Seite. Nein, safe. Aus, ja. Also ich bin nicht getauft und habe deswegen, ich wollte gerade Abschluss sagen, aber ich bin jetzt auch nicht konfirmiert, nennt man das so? Je nachdem, was du bist, glaube ich. I guess, genau. Genau, und deswegen, das bin ich nicht. Und das wurde mir auch von meinen Eltern freigestellt, weil sie dann einfach meinten, so dass sie mir keine, sie möchten mir einfach nichts aufdrücken an aber, Religion. Aber hat denn jetzt so ein spiritueller Abschluss, sage ich mal, was zu tun damit, ob du gläubig sein kannst? Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber bist du es denn für dich selber oder willst du gar nicht beantworten? Also ich würde es beantworten, aber ich muss es kurz ein bisschen erklären. Also an sich, wie gesagt, einfach, dass ich damit nie Berührung hatte. Meine Eltern sind beides auch Atheisten. So. Aber dadurch, dass ich halt so lange bei den christlichen Pfadfindern war, hat das für mich schon viel bedeutet und hat mich auch, ich habe auch viele positive Erfahrungen auch gemacht mit der Kirche etc. Aber am Ende des Tages, ich glaube, dass es irgendwas gibt und ich bin auch recht spirituell veranlagt, aber ich möchte das nicht auf eine Sache festlegen und besonders nicht auf eine Religion, weil ich mich beispielsweise nicht mit den Kreuzzügen identifizieren kann. Dann bist du ein Agnostiker. Ah, okay. Das ist das Klügere, als ein Atheist zu sein, weil dann verweigerst du dich allem und als Agnostiker sagst du, es gibt irgendwas, das wäre ich jetzt auch, aber ich glaube dir auch erst, wenn ich sehe. Das Wort hatte ich schon mal gehört, Agnostiker. Ja, das sind Agnostiker dann. Genau. Also das wie ist gesagt, so, ich würde es ja auch nicht verweigern, ich würde auch sagen, irgendwas ist da, weil sonst macht alles wirklich gar keinen Sinn mehr und dann kannst du wirklich durchdrehen, wenn du darüber nachdenkst, finde ich. Das wäre halt gruselig. Wenn du Atheismus wirklich leben würdest, wäre es, glaube ich, eine absolut unfassbar gruselige Vorstellung von allem, was gerade existiert, weil wenn du so weit rauszoomst immer, dann macht das, was wir gerade hier machen und das, was die Leute sich anhören, gar keinen Sinn gerade. Ja, auf komplett null. Ja. Das ist überhaupt gerade diese Sekunde, wenn ihr das hört, jetzt Sinn macht, dass ihr das hört und das versteht, was wir sagen, komplett crazy. Wenn da nicht irgendwas ist, was uns einen Sinn gibt. Sei es denn nur eine Computersimulation, aber in dem Ding können wir dann halt auch sagen, das ist der Sinn, ne? Ja, so, oder das testet irgendwas anscheinend. So, aber genau.
Das wäre auch das, wo ich immer sagen würde, ich stimme dir dazu, irgendwas ist da, ja. Sicherlich, das erklärt dann immer vieles, was man sich noch nicht erklären kann. Deswegen, also ich habe, wie gesagt, positive Assoziationen gehabt und ich verurteile niemanden, der religiös lebt. Ich finde das auch toll, weil ich glaube immer, das gibt einem Sachen, die ich nicht selber habe. So, und ich bewundere das immer ein bisschen, dass man diese Lücken, die bei mir eine große Angst hervorzeugen, dass du die füllen kannst. Dass du die füllen kannst mit was, an was du glaubst. Ja. So. Weil das kann ich nicht. Das ist mir für mich zu viel blindes Vertrauen in etwas, was mich auch unendlich enttäuschen könnte. Was ich aber auch total interessant finde, ist, dass super viele neue Influencer so krass viel Berührungspunkte hatten, also gerade Anfang 20-Jährige, mit Religion, was ich gar nicht verstehe. Ich kenne total viele Influencer, ohne jetzt Name-Dropping zu machen. Bei ein paar sieht man es ja auf Instagram zum Beispiel, auch wie bei Lisa und Lena, die diese krassen Gottesdienste irgendwie immer und Bootcamps und Christian-Camps und sowas besuchen. Das finde ich immer spannend. Also ich meine, es ist überhaupt nicht negativ. Also ich habe halt gar keine Verbindung dahin. Ich bin, glaube ich, auch da sehr schwer zugänglich, weil ich dann halt sage so, okay, when we talk Jesus, we talk bread on a stick, same level, so, oder den ersten Magier unserer Zeit, oder einfach ein Buch, was wir alle lustig interpretieren, aber das ist mir so viel zu weit weg, so, weil, stell dir mal vor, und das ist halt auch was du einfach nicht ausschließen kannst, außer du glaubst halt fest und damit machst du Türen zu, die ich niemals zumachen wollen würde in meinem Kopf für alle Sachen, die jetzt auch aktuell sind, aber nur stell dir mal vor, es ist die Möglichkeit, dass der erste Sleight of Hand Magier, der tolle Sachen einfach so in seiner Hand verstecken konnte und irgendwie magisch machen konnte, war einfach Jesus. So, Wasser, Wein war einfach nur ein heftiger Sleight-of-Hand-Trick. Und der war einfach ein krasser Magier. Der hat einfach alle gedribbelt hat. Ja, und Leute haben es einfach aufgeschrieben. So, auf Wasser laufen, was machen denn heute die Magier? Genau die gleiche Scheiße. So, wenn du dann einen guten Winkel findest und dir die Scheiße ausdenkst, könnte es einfach nur ein hyperbegabter Dude gewesen sein. Und jemand hat die Storys aufgeschrieben, war so, Digga, der hat auch noch übel geile Storys drauf. Aber weißt du, ist eine absurde Geschichte, wir lachen klar, so drüber. Ja, klar. Aber jetzt just Wasser-Wein-Ding könnte ein kranker Slide of Hand gewesen sein. Einfach ein kranker, einfach getribbelt. So, ey, siehst du das Ass? Bam, Herzbube. Ja. So, und es ist so, keine Ahnung. Hexerei. Die hatten halt auch Hände. Kann ja auch einfach mal sein, dass so ein Dude das zufällig mal rausgefunden hat, wie heftig alle Leute so fasziniert waren davon, wenn der Bier zu fucking Wasser gemacht hat in der Millisekunde. Wobei es bei ihm jetzt ja nicht so nice geendet ist. Aber ich verstehe ja, weil fucking, du bist ein Hexer, Alter. Die haben noch darüber anders nachgedacht. Genau die ganzen Leute, die damals so als Hexerin irgendwie verbrannt. Ich hab den Hexen same Lab, Alter, die hatten einfach so das übelste Slide of Hand Buch bekommen und waren so, jo, das ist von Jesus. So, der war so Spanier einfach dann so. Und dann haben die so einfach die ganze Zeit Slide of Hand gemacht und wurden verbrannt. Same shit, Alter. Die hatten noch nicht mal Feuer, der musste an so ein scheiß Links genagelt werden und so ein Kreuz. Und dann kamen auf einmal die ganzen Girls, weil die ihre Slide of Hand Novelle gefunden haben. Von Jesus, Alter. Und dann wurde aber hier richtig einer weggemagickt. Dann dazu kam noch so ein wilder Hippie-Druide. Ja, stell mal vor, es muss ja so ein einfache Erklärung sein, weil es kann doch nicht. Also, so, weißt du, was ich meine? Leute, wir können Kirchen schließen, wir haben es. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich finde es immer so, ich finde es so spannend, wie das hergeleitet über hat, Prozesse nachzudenken, wenn du diese Magie entziehst. Das ist so wie YouTuber sein ist der geilste Beruf und dann bist du so, jo Leute, was geht ab? Bla bla bla, 10 Minuten Fun und danach ist es einfach so 2 Stunden ab. Was ist denn hier? Boah, und dann so. Und die Kamera geht auch so. Ja, genau, und dann kommt so. Und dann einfach so, ja, heute Abend so haben keine Zeit. Nee, ich muss es schneiden. So, und dann sitzt einfach 15 Stunden da. So und voll unsexy, so auch so ungefähr der Körperhaltung. Genau, so. Wirst elendig fett, 25 Kilo zugenommen, als ich angefangen habe, YouTuber zu werden. Absolutes Drama einfach nur, auf allen Ebenen. So, weißt du, und du entziehst dem Ganzen halt so diese Magie und wie trist auch große Teile deines Jobs sein können. Und wenn du das einfach auf solche Ebenen anwendest, bringst, dass du halt sagst, so, boah, damals die Druiden und die Hexerinnen, das ist einfach so, jo, das war vielleicht einfach jemand, der eine Zaubershow gemacht hat und da war so ein kranker Hippie, der sich einen weggejoint und sich dann so weggehauen hat, Alter, der hat sich einen weggejointet und dann war weg, dann war einfach out of it, Alter, dann einfach weg gewesen. So, und das war alles so, weil, sagen wir mal, so, wir reden ja immer noch darüber, als gäbe es so Hexerei und dann wurden die verbrannt, aber didn't happen so, es muss ja eine logische Erklärung geben, warum das bei Leuten so war. Ich habe den Hexen nochmal gelesen, das ist ultra sad, Mann. Ja, erklär. Also, ich erzähl's aber nicht. Naja, es geht ja basically darum, dass Frauen, die damals verbrannt worden sind und denen oder in irgendeiner Art und Weise Hexerei vorgeworfen sind, sind meistens Vergewaltigungsopfer gewesen von den Religionshäusern.
Und damit das nicht rauskam, hat man sie als Hexe tituliert, weil die Herrinnen da auch Gelüste hatten damals und ja trotzdem aber im Vorhinein natürlich und hier scheinheilig sozusagen mit, wir sind hier, ich bin Gottes Sohn etc., XY, mit nur mit Gott verheiratet und ja, das war halt oft, also einer der Gründe. Ja, und höchstwahrscheinlich auch so Alchemie und sowas, ne, dass man da einfach schon in Kräuterkunde reingegangen ist und dann hat wirklich dann, was geholfen, dann war so, ja, du bist aber scheiße zu mir gewesen, genau. Hexe. Ja. So, und dann, so, ja. Deswegen, also das ist schon. Oder halt Sleight of Hand, ne? Also ich sag einfach. Oder Sleight of Hand, das kann auch sein. So. Oh Gott, schwierig, Alter. Break. Ja, das ist ein bisschen anders geschleppt. Ja, schwierig. Oh Gott, ja. Kurze Jesus-Ausflug. Aber übel interessant, weil ich das total spannend finde, dass, wie gesagt, super viele junge Influencer in diesen neuen christlichen Gruppen sind, weil die machen mir eigentlich am meisten Angst. Also Kirche, da habe ich jetzt gar keine Aktien drin tatsächlich, aber muss ich mir mal informieren, ich find, was das abgeht. Also ich finde es ja gar nicht mal so schwierig, weil, wie gesagt, sind wir auch beide im Konsens, so, die haben was wir nicht haben und irgendwie sind wir beide neidisch. Aber Loki, ja. Ja, wir können uns nicht drauf einlassen. Ich würde auch gerne, wenn mir irgendwas runterfällt, sagen, ha, egal, Jesus beschützt mich. So direkt übertreiben, so, oh, Spaghetti auf dem Boden, na, ist okay. Ist okay. Thank you. So. Jesus. Ja, genau, direkt Gospelchor, der so draußen rauskommt. Hast du davor getrennt? Alles gut. Jesus loves you. Nee, aber gerade so, also ich würde total gerne mal mit Lisa und Lena auch irgendwie quatschen, weil ich verstehe es nicht so. Also ich finde es schon echt krass, auch wie das vorgetragen wird zu Leuten, die so von so, wie viele haben die? 13 Millionen Instagram-Followern so. Ja. Und das dann denke ich mir immer schon so, das ist so interessant einfach, was die bestimmt auch an Backlash kriegen dafür, dass sie einfach junge Christinnen sind und das auch offen ausleben, weil das ist ja bei uns auch schon generationsmäßig fast schon Tabu-Ding, ne? Es ist so Hass, es ist Sexismus und du bist religiös, fuck you. So, also vor allem Christen eigentlich, ja, muss man sagen, ne? So, aber es ist wirklich so, du bist religiös und bist hyper uncool, du bist direkt out of it, du bist halt direkt so ein bisschen so zurückgeblieben, ist halt ganz böse gesagt, so, ganz, so ein Hinterwäldler. Ganz komisch so. Auch, ne? Ja. Einfach, das ist so, also ich kenne das selber auch noch aus meiner Schulzeit, bei mir war es sehr ähnlich. Also ich habe, glaube ich, auch selber gerade als Teenager genauso gedacht, wenn du was mit Religion zu tun hast, weg von mir. Weil finde ich ganz, also hätte ich nie so gelebt und ich habe, glaube ich, auch nie, glaube ich jetzt, jemandem das so vorgeworfen mal, aber es ist auf jeden Fall, ich habe es immer weit weg von mir zirkulieren lassen, weil ich da gar keinen In- und gar keine Verbindung zu hatte. Muss aber sagen, ich verstehe es nicht ganz. Und dann diese ganzen Kirchenhäuser oder jungen christlichen Gruppen oder so, da habe ich halt wirklich nur, und da bin ich wirklich so, die da oben, die Medien, jetzt verunglimpft, ich habe wirklich nur echt schlechte Beiträge über diese jungen Christenhäuser gehört, weil die alle viel radikaler sein sollen. Und das ist jetzt was ich niemandem unterstellen will, weil ich habe auch wenige Beiträge dazu gesehen zu deutschen Sachen. Und das macht mir dann eher Sorge, wenn man gegen diese Ausgrenzung bei den Jugendlichen vorgeht, indem man einfach mehr Radikalität vielleicht sogar reinbringt. Ne? Macht jetzt so eine Lisa und Lena, würden das nie machen. Würde ich auch nicht damit gleichsetzen. Fühle ich auch nicht, wenn ich mir das angucke. Ich folge denen auch noch, weil ich da interessiert bin, wie der Umgang ist. Und ich lese mir gerade unter solchen Posts übel oft Kommentare durch und gucke so auf Feedback und bin auch immer überrascht, wie positiv das alles ist. Aber trotzdem habe ich da immer noch so ein bisschen diesen. Ich bin da immer cool mit all diesen Sachen, wenn die kein Geld von einem wollen. Weil dann ist es nur Goodwill. Weißt du, was ich meine? So? Ja. Ich verstehe aber auch, dass die Geld brauchen, um irgendwie diese Sachen zu machen, organisieren. Was machen? So. Ja. Super schwieriger Komplex, der mir drin ist. Weißt du, was ich meine? Wo man sich denkt, so, wann kippt es denn ab zu einer Sekte? Können wir dann nicht, das würde ich auch vielleicht nicht unterstellen, aber es ist alles so können wir dann nicht so alle dann das Geld behalten und dann sind wir einfach bessere Menschen und tragen die Message nach draußen. So. Wäre auch Mut. So. Aber ne, vielleicht geht das auch nicht und es ist so super komplex, wenn man dann drüber nachdenkt. Aber auch halt total. Also bei uns Pfadfinder, wie gesagt, damals so, das hat auch nichts gekostet, ne? Ja, okay. Also das ist halt crazy gewesen. Und es ist halt tatsächlich die positiven Seiten, die auch Religion und Kirche mitbringen. Genau, weil ich halt immer dachte, so geil, wir sind hier irgendwo da waren wir in Bayern, unsere allererste Sommerfahrt sozusagen, und da hat es geschüttet wie sonst irgendwas und meine Sippenleiterin, die hatte dann leider, die ist krank geworden so ein bisschen und wir haben es dann nicht zu unserem eigentlich geplant, die war 16, ne? Muss man sich mal vorstellen, die Frau war 16 Jahre alt und hat eine Gruppe von 8 kleinen Kiddies, die alle so 10 waren und 9, hat die da so durchbuchsiert, es ist nie was passiert, die hat alles geklärt von Anreise, bla bla bla. Weißt du, wie die das geschafft hat? Jesus. Mit Jesus.
Wir sind so wack. Wir sind so wack, oh Gott, Alter. Schwierig. Oh Mann, ey. Oh Mann, aber ja, schön, das ey, das ist bei, von unserer Seite gerade nur Unsicherheit, die ihr gerade. Ultra. Wir feeden einfach in unsere eigene Unsicherheit, weil Mann, wir sowas nicht haben. Ich wäre auch eigentlich gern Loki, glaube ich, manchmal, weil ich mir das. Stell mal vor, dass so, yo, ich habe hier 10 Kinder, um die ich mich kümmern muss, die sind alle 10 Jahre alt, ich bin 16, bin hyper überfordert, aber Jesus kriegt das mit mir hin und du einfach so, Jesus, take the wheel und du callst einfach so ein Airbnb so, und bist einfach so, ich regel das jetzt, Leute, alles okay. Das war halt, aber es war crazy, so, weil ich mir denke, die war so jung und hat so viel Verantwortung übernommen und das war halt voll cool. Und dann war es halt so, dass sie leider irgendwie krank war und wir dann so ein bisschen geguckt haben. Und dann haben wir halt auch, wie man sich das vorstellt, im Film, der geklopft so an der Kirche. Und das war eine katholische Kirche, wir waren evangelische Pfadfinder. Und dann habe ich halt zuerst gedacht so, oh, Hilfe. Direkt so einen Fuß rein, ja, brennst so wie so ein Vampir, löst dich so auf. Ich habe mich einfach so, so durch die Türe gehen, so, fuck, ein Katholik. Oder so, so Holy Water, so, Verbrennung dritten Grades, so. Direkt so, schnell, tauft sie. Du bist durch die Kirche so, gegangen, findest den ersten Pastor erstmal so, du heißt jetzt Paul. So. Entschuldigung. Seit der Flugzeuggeschichte haben wir eine Büchse hier gehabt. Ist das so, vorbei? Ist so schwierig, oh boy, Alter. Oh Mann. Oh, du darfst nie wieder Flugbegleiterin werden, wenn die Leute dann Podcast auf dem Flug hören und du bist ja so, Tomatensaft noch. Wollen sie mich aus dem Fenster drücken? Wie so ein Wirrwarr? Oh boy. Oh Mann. Nee, aber die haben euch dann geholfen trotzdem bei der Kirche. Ja, ja, genau. Und auf jeden Fall war es einfach so, dass es für mich halt irgendwie sehr positiv war. Und die waren halt ultra freundlich und waren ultra lieb. Und da habe ich dann so realisiert, was das halt so auch bedeuten kann. Mhm. Also was halt auch dieses Zwischenmenschliche und was hier immer geprägt wird. So heile Welt, wirklich so. Finde ich gut, ja. So, ne? War wie auf dem Campingplatz heute. War wirklich so. Wir haben uns alle angeguckt. Es war so sonniger Tag heute in Köln. Ich finde dieses Allmann-Nicken immer so geil. Immer dieses so. Oder einfach der hier. So einfach so der netter. Der unangenehme, hallo, ich habe deine Existenz realisiert. Ja, ich toll, dass du da bist. Alles so heile Welt. Alles so. Bin genau draußen, brauche nur Sonne und ein bisschen Yoga. So für den Rücki, weil tut weh. Ja. So, also dieses halbmoderne deutsche Allmann finde ich toll. Finde ich auch so. Ja. Ich habe noch zum Ende jetzt was. Wir machen mal kurz die Büchse der Pandora. Literally lassen wir mal kurz wieder in der Ecke. Ich stelle mir selber dazu einen 10-Minuten-Timer. Okay. Weil ich habe jetzt noch einen Quickie-Fragen aus der Community. Habe ich einfach mitgebracht. Lol. Kannst du kurz beantworten. Okay, ich mache keine 10 Minuten. Wir machen so lange, wie wir wollen. Ich habe keine Lust auf zeitliche Begrenzung. Bereit? Ja. Okay. Wie ist deine Meinung zum medizinischen Cannabis? Direkt easy zum Start. Zum medizinischen Cannabis? Yes. Safe, auf jeden Fall, wenn das würdest hilft. Du legalisieren? Ja. Okay, finde ich interesting. Größte rationale Angst und größte irrationale Angst? Dazu kann ich nur kurz sagen. Achso, gerne, ja. Beispielsweise, meine Mom zum Beispiel ist Asthmatikerin und es gibt auch sehr viele Studien dazu, dass Asthma in irgendeiner vaporized Form oder so, dass es auf jeden Fall helfen kann, also Marihuana. Asthma? Das Marihuana. Asthma vaporizen, Alter? Nein, also dass man das ist. Deine Mutter hustet so die ganze Zeit in so ein Ding. Nein, aber dass halt Marihuana da in gewissen Teilen noch helfen kann. Und ich bin der Vertreter, so, wenn man Schmerzen hat und das helfen kann und das eine Sache ist, die hilft, dann let's go. Also ich glaube, wenn man sonst irgendwie mit sonst was vollgepumpt wird, wenn man sich einen Knochen bricht oder so, ne? Ist jetzt auch nicht so. Ist ja noch was Natürlicheres dann. Yeah. Aha. Yeah. Der Podcast ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like doch rein. Lass ein Abo da. Und dann ist es over. Yeah. Seid ihr da? Turnover.